Käse und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern zurück mit Let's Play Beyond Two Souls. Beim letzten Mal hatten wir ein super schönes Date und einen, der hat sich richtig gut benommen, hat überhaupt keine Probleme gemacht und Jody, die war überglücklich. Machen wir weiter mit der Story. Langweilig war dein Tag? Oh, das kenne ich irgendwoher. Kommt mir sehr bekannt vor. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Was heißt das? So, ich quatsche mir jetzt mal kurz darüber, damit die mir sagen können, wie das mit dem Sound ist. Und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Keine Sorge. Ich bin nicht allein. Guten Abend, Andy, mit dem falschen Account. Wie geht's dir denn so? Wie war dein Tag? Viel Glück, Jody. Der Nino meinte zu mir, dass alles wunderbar wäre. Und Sound. Dann mache ich's halt lauter, aber dann beschwert euch nicht, dass man mich nicht mehr hört. Ich hab's jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Nein. Ja, da sind welche. Aber ansonsten, da sind nur die beiden Trottel. Okay. Wo hat sich der andere wieder verkrümelt? Den habe ich jetzt aus den Augen verloren. Da ist er. Die Fässer lasse ich mir noch. Ich sehe nur ihn, okay. Du hast nicht wirklich was verpasst, Rowdy. Guten Abend, wie geht's dir denn so? Vielleicht nutzen wir jetzt einfach mal ein bisschen hier lang. Jetzt gucken wir mal wieder.
Weg mit dir. Gut. Die Wache da haben wir schon mal. Jetzt können wir da jetzt eigentlich... Upsala. Hochgehen. Jordi. Kamera. Uha. Ich werde jetzt einfach mal etwas länger ruhig sein. Da ist überall nichts. Welch anscheinend. Da habe ich jetzt. Bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Da habe ich jetzt super schlecht reagiert. Toll. Los, gehen wir. Ich würde ja versuchen, darüber zu gehen. Mal sehen, ob sie mich lassen. Haben mich zum Glück nicht gesehen. Kann ich da... Nee, da kann ich nicht hoch, okay. Dann versuchen wir den Weg, den ich da gesehen habe. Oha. Nein, Jordi, geh da weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. An den anderen würde ich gerne rankommen. Kommt er nochmal zurück oder eher weniger? Er kommt anscheinend nicht zurück. Okay, shit. Jetzt reagiere ich absolut scheiße. Jetzt habe ich wirklich richtig scheiße reagiert. Fuck. Das hätte ich viel besser machen können. Bin ein bisschen unkonzentriert gerade, glaube ich. Bisschen arg unkonzentriert. Da drin ist nichts. Da haben wir einen Spinner. Aber eigentlich klar, dass der mich hier sehen musste. Also, komm, ein zurück. Es war naiv von mir zu glauben, dass der mich nicht sieht. Dass der das nicht hört. Ist noch komischer. Verstecken wir uns mal da und gucken hier weiter. Okay, hier sind drei Typen. Nein.
4. Die irgendwie ablenken könnte, dass die sich verstreuen. Das wäre cool. Das funktioniert leider nicht. Muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache. Gut, ich entscheide mich jetzt mal spontan dafür, dass ich den Rückzug antrete, wegen dem Rumgeschrei gerade. Und mir jetzt nochmal die Typen ansehe. Ne, die sitzen immer noch da rum. Was war denn dann das für ein Geschrei gerade? Das brauche ich ja nicht. Na gut, das war anscheinend nichts. Dodi, geht da mal bitte weg. Ah, great. Da komme ich gar nicht lang. Alter, haben die da oben mich jetzt erschreckt, die Leichen. Okay, da will man mich nicht lang lassen. Komm ich. Oh, Lolli, please. Ich will gucken, ob ich da rumkomme. Ach nee, das ist ein Zaun. Okay, Ansonsten kann ich hier nichts wirklich machen, um die abzulenken, oder? Ich sehe jetzt gerade mal nichts, was hier in der Nähe ist, was Krach macht. Und zu denen hinrennen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das könnte sonst böse enden. Ich mache ein bisschen in die Luft. Wenn man was sehen würde. Ja, Rhodey, geh da mal bitte weg. Da hast du nichts zu suchen. Nee, hier ist absolut nichts in der Nähe. Ich könnte versuchen, von dort mal zu gucken, ob ich da irgendwo... Jody. Könnte von dort irgendwo lang komme. Ja, ich weiß, auf der anderen Seite. Ach so, okay. Was, ich darf... Hä? Darf ich da jetzt sagen oder nicht? So. Da haben wir jemand Unschuldiges gerettet. So, bis zu dem Vorsprung rennen wir noch. Und dann machen wir mal wieder die Aiden-Sicht. Oder Aiden, wie auch immer. Schauen wir uns mal. Ah, da ist es war nur so ein Steindingens. So eine Säule, die hat mich ein bisschen erschreckt. Den Typen müssen wir uns auch gleich schnappen. Gut. Na, ja, fahrt ihr erstmal weg. Ich hoffe, wir sind jetzt nah genug dran, dass wir an ihn daran kommen. Nein, ja, noch nicht.
Aber jetzt doch hoffentlich. Nein? What the fuck? Also wenn das jetzt auch nicht reicht, ne? Bitte. Aha, auf einmal funktioniert's doch. Also das war jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Was ist das denn für eine Kamerafahrt jetzt gewesen? Egal, auf jeden Fall, der olle Pappkamerad ist tot. Sie sind weg. Unser Ziel ist uns entfleucht. Ah, nicht gut. Aber anscheinend, wenn wir Glück haben, verwundet. Hat auf jeden Fall einen Kampf gegeben. Eine Ruine. Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist eine in der Nähe. Die sollten wir leicht finden. Das dachte ich auch gerade. Jamal. Er war hier. Obviously. Von hier auch irgendwie da runter jumpen oder muss ich jetzt über die Treppen gehen? Ich muss über die Treppen gehen. Anscheinend. Oder ich guck mal, ob wir hier hinten auch noch irgendwie einen Weg haben, den ich nicht darum muss. Nee, weiter will sie nicht. Hier haben wir eine unsichtbare Wand. Okay. Dann gehen wir halt hier lang. Wow. Den Soldat Torino habe ich fast nicht gesehen. Oh, fuck. Ob ich da irgendwie lang komme, ohne dass ich kämpfen muss, indem ich hier lang gehe. Nein. Shit. Muss ich mich da irgendwie durchwagen? Dieser komische Knacksound. Ich habe keinen Knacksound mitbekommen. Okay. Interessant. Kann ich die jetzt irgendwie vielleicht ablenken? Das sind vier Leute. Jetzt kann ich auf einmal voll weit weg und gerade. Ja, wie mache ich das jetzt am schlausten? Eine Leiter. So, die bleibt doch nicht einfach stehen. Mädchen, ey. Gut. Den haben wir. أتدرك مدى الصعوبات التي يمكن أن نكون بها من أجل ذلك؟ لا أحد يعلم بذلك. Sind zwei Spinner.
Nehmen wir den noch. Komm hier ohne Probleme vorbei. Nein, 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 noch nicht weiter. Ich will mich hier erstmal verstecken. Und dann gucken wir mal weiter. Okay, weiter als so kommen wir nicht. Haben wir jetzt noch bis hierhin? Fuck. Oh shit. Das haben wir fast wieder versaut. Aber nur fast. So. Den killen wir jetzt einfach. Rennen alle in Panik weg. Der andere ist uns entkommen. Nein, wir kommen nicht an den Vogel daran. Hä? So können wir den jetzt nicht übernehmen? Dieser Dummsack zu weit von uns weg. Okay. So, jetzt aber. Jetzt sollten wir den übernehmen können. So, die nächsten sind down. Den da konnten wir leider nicht helfen. Habe ich sie in meiner Vision gesehen. Sie waren hier. Puh. Schön wäre ein Untertitel gewesen. Finde ich. Na, ich will nochmal zu den Kisten. Vielleicht sehen wir ja nichts. Gehe nochmal raus. Eventuell dreht sich ja eine. Ja, ich wollte nur die Kamera drehen. Jodie. Oh Gott, ey. Einmal gehst du irgendwo lang und dann. Ach, Kamera.
einem Auto zu so einem Turm geflohen. In den Hals. Viele erinnern sich an durch den Hals an Dinge. Genau. Aber wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. Geht's auf jeden Fall zur Sache. So viel ist sicher. Der Typ wurde von einem Maskierten attackiert. Fast hätte jemand meinen Job gemacht. Wer dieser Attackierte war, wahrscheinlich ein Widerständler. Bestimmt. So, wir wissen ja jetzt, in welche Richtung wir auf wollen. In die da. Anscheinend. Wo ist der Turm? Wer ist er dort? Nein. Ich hab den Turm aus dem Augen verloren. Gehen jetzt einfach mal hier in die Kathedrale. Vielleicht sehen wir ja hier auch noch irgendwas Spezielles. Und weiß ja nie. Ach nee, da ist der Turm. Okay, wir sind sogar richtig. Was gehört? Sehr weit komme ich jetzt gerade mal nicht. Hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Ich wollte schon sagen, komme ich hier gar nicht runter oder was? Oder, hey, ich habe jetzt gedacht, da wäre eine Treppe. Jetzt da unten. Ach du Scheiße. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Ja, auch nicht, du bist so leise. Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Hä? Was ist los, Nino? Jody. Ja, Jody. Jody. Uncool. Ach so, okay. Das war ein Scherz von wegen, was ich hier rumgescherzt hab. Ich brauch dich jetzt. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo die Deppen sind. Da zum Beispiel.
Was Sound und Lautstärkeabmischung, das ist schon etwas. Das ist schon nicht so einfach. So. Jetzt können wir uns ihn da schnappen. Gucken, was wir mit ihm Lustiges machen können. Genau das. Oh nein, jetzt hast du einen erschossen. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Na. Ich mach so viel falsch gerade wieder. Au! Warum einen auch nicht hilft, ey? Autsch. Ja, jetzt auf einmal entscheidet er sich zu helfen. Das hätte er auch schon vorher machen können. Sie hat eine Machete mitten durchs Gesicht bekommen und kein Kratzer. Ich glaube, Salim ist besser als ich. Na gut, allerdings sind wir jetzt schon wieder bei unserem Part-Limit. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Beyond Two Souls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.